Es wird immer gesagt, dass die Menschen gleich geschaffen seien. Nein, das sind sie nicht. Manche sind groß, andere klein, manche dick und manche können nicht so gut sehen. Wir kommen nicht gleich auf die Welt. Es soll wohl ausgedrückt werden, dass wir die gleichen Chancen hätten. Die haben wir nicht. Wenn man einem kleinen Mädchen eine Puppe schenkt, dann beeinflusst man es schon. Bindet man einem kleinen Mädchen eine große Schleife ins Haar, bereitet man es auf eine ganz bestimmte Rolle vor. Als meine kleine Tochter 5 war, sagte sie, ich will eine Modelleisenbahn und keine Puppe. Gibt man einem kleinen Mädchen eine Waschmaschine, konditioniert man es. Männer sind nicht häufiger Erfinder als Frauen, weil Männer anders sind, sondern weil ihnen ein größeres Spektrum geboten wird. Lasst mich das erklären, weil das nicht in euren Schulbüchern steht. Als wir kleine Jungs waren, pinkelten wir aufs Feld und kreuzten unsere Strahlen. Ein Junge sagte, hast du je ein Kind beim Kacken gesehen? Nein. Auf geht's. Billy geht kacken und wir schauen ihm dabei zu. Diese Erfahrung ermöglichte die Erfindung einer Extrudiermaschine. Wisst ihr, was das ist? Es ist eine Maschine zum Fließpressen von Aluminium. Er kam darauf, weil er einem anderen Kind beim Kacken zugesehen hatte. In meiner Kindheit warfen wir Spinnen auf Mädchen und diese erschraken sich dann. Heute sammeln Frauen Spinnen. Man muss ihnen bloß die gleichen Chancen wie Männern geben. Ein Mann, der eine Affäre mit 5 Frauen gleichzeitig hat, wird Don Juan genannt. Wenn ein Mädchen etwas mit 2 Jungs hat, ist sie gleich eine Schlampe. Wer schrieb das Buch? Männer. Denkt drüber nach. Ihr werdet zweitrangig behandelt.